Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play NHL 14 Part 10. Und heute in diesem Part 10 ist ein bisschen spezieller, nämlich ich, Jakob oder FCZ Freak, spiele heute nicht alleine, sondern ich spiele das ganze Spiel heute mit meiner Freundin. Hallo zusammen. Ja, und ich muss jetzt schon sagen, entschuldigt sie, wenn sie jetzt halt nicht das perfekte Hochdeutsch redet, weil ja, man hört natürlich das Schweizerdeutsch ein bisschen raus, aber es war am Anfang bei mir auch so und bei Sven. Und wenn sie halt nicht so viel redet, aber das ist, weil sie ja ein Mädchen ist und halt keine Let's Plays macht oder halt auch schaut oder was auch immer. Ja. Okay, ab und zu schaut sie zwar ein NHL von mir. Das stimmt. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass sie jetzt NHL spielt, also ja. Mal sehen, was draus wird. Und die Tastatur habe ich dir erklärt. Die weiß ich jetzt genau. Wirklich? Ja. Dann sag's. Das ist Pass. Ja. Schießen, den Körper bewegen und ja. Checken. Und auch Stock bewegen, mit ja. Diesem, genau. Und hinlegen. Genau, hinlegen. Und das ist ein Schuss, so. Und das ist Schläger nach hinten ziehen. Ja. Also musst du sehen, auf welche Seite die Kelle gebogen ist. Vom Spieler. Ich schaue, ob ich das schaffe. Also, beim Bulli weißt du es, ne? Immer schießen. Ja, du den das Pack weiß bekommst. Also nicht bei dem Bulli jetzt hier. So. Das ist das Anspiel gewesen. Und Spieler wechseln ist gleich wie Pass. Ja, ne? Das weiß ich. Oh. Nimm den Nein! Da hat er mir ihn wieder abgeluchst. Wir spielen heute gegen HC Davos, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Passt. Sehr schön. Steve McCarthy. Ui, knapp über die Latte hier. Und ich versuche natürlich ein bisschen zu kommentieren mehr, auch wenn das ein bisschen schwer ist für mich. Hinlegen. Ja, nice. Nein. Nice check hier. So. Aber ja. HC Davos ist hinter uns in der Tabelle jetzt. Mal schauen, was wir hier in Davos ist es, was wir hier reißen können. Okay, zurück. Ich bin ganz hinten. Ja, du bist immer, du musst auch im Bildschirm schauen, wenn er abgeschnitten ist, zeigt es einen blauen Punkt gegen unten an und das war das 1:0 von Davos. In du der hast geschwatzt 24. und nicht aufgepasst. Ich muss reden. Ich weiß. Sonst wäre es kein Let's Play. Ich weiß. Ja. Und Traxler hier. Pass. Ah, Entschuldigung. Schon gut. Flüller, der Lol. Beste. Hier. Ah, das bist du selber. Hier, Mitte. Ja, hier. Oh. Du tut kannst, mir leid. Du kannst die Passrichtung bestimmen. Hab ich nicht richtig mit dem linken, ne? Geschaut, ja. Ich habe ihn. Pass. Okay, zurück. An den Falschen gegeben. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Na, er hat mich reingelegt. Pass. Ui. Er hat mich eingequetscht. Ja, das ist normal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Schieß. Ui. Fast. Ich habe den Goalie getroffen. Nicht das Goalie. Ich bin hinten. Ja. Kannst schießen. Nein! Jetzt, schieß. Nein! Wenn du ihn gehabt hättest, einfach nochmal schießen. Für einen Nachschuss. Ja, tut mir leid. Gut. Du hast ihn. Ja, ich hole ihn, ja. Ich bleib hier hinten. Der passt zu Bastl. Und nun zu Shannon, dem Topscorer. Zurück zu Bastl. Ja, genau. Dieser Pass ging genau zu Bastl, dort wo ich ihn hin wollte. Auf den Spieler, ne? Nein, hat sich erstmal hingelegt. Ja, vielleicht hätte es was genützt. Erstmal hinlegen. Ich bin hier. Ja. Hinten. Komm, schon nach vorne. Kannst schon nach vorne kommen. Einfach zurück, wenn sie im Angriff sind, ne? Jetzt zum Beispiel. Ja, das war abseits. Das heißt, ein Bulli in der
neutralen Zone, aber in unserer Hälfte. Wenn du ihn hast, dann pass. Okay. Und du, der Gegner hat den Pack. So. Nein. Ja. Ich hatte gedacht, du nimmst den. Erstmal am Pack vorbeifahren. Schon wieder. So, erstmal zu zweit auf ihn losgehen. Immer so. Doch. Zu Lechthorn, der gar nicht mehr bei ZZ spielt. Jetzt passt du Traxler. Traxler schießt. Nach Schussmöglichkeit wäre bestanden, aber niemand von uns im Slot. Ich finde das so lustig, wenn ja, das Spieler das wäre jetzt ein Abseits gewesen. Können die so gut spielen? Das ist ein Computerpass. Hier. Genau. So, bring ihn nach vorne. No. Nicht nach hinten. Ja, ich hole ihn. So. Nein. Fast, aber nicht ganz. Nein, wenn ihn Mone jetzt gehabt hätte, dann wäre das eindeutig ein Tor gewesen. Einfach nicht das 2-0 kassieren, wenn es geht. Darum wegchecken. Und hinlegen! Das war nochmals knapp hier. Ja, das war das erste Drittel. Wir haben noch ein Goal kassiert. Ja, ein Tor. Ein Tor. Tut mir leid. Nein, geht schon. Und wir setzen das Spiel gleich fort, weil wir nicht zu viel Zeit verlieren wollen. Sonst dauert mein Upload wieder so lange und weil ihr wollt ja das Spiel sehen, nehme ich an, nicht die Pause. Oh, das war jetzt Icing, oder? Ja, das war auch ein Schuss. Tut mir leid. Schon gut. Ja, die ich habe gedacht, einfach den Back nach vorne. Die Steuerung ist sehr komplex. Du kannst ihn wegschießen, wenn du über der Mittellinie bist, von mir aus. Also zum Beispiel jetzt. Jetzt kannst du. Aber jetzt musst du aber zurück, weil es abseits war. Ja, du musst zurück. Jetzt nicht mehr. Aber ich, muss ich zurück? Bis also zur genau. Blauen Linie. Aha. Okay. Pass. Wo bist du? Hier. Ja, das geht auch. Das bist du. Ah, das bin ich. Pass in die aha. Mitte. Oh, fast. Ich treffe immer den Goalie. Du darfst schon fluchen. Du wolltest fuck sagen. Ja. Aber ich konnte mich gerade noch beherrschen. Ich bin auch schon geraged, das wisst ihr. Ich hab... Na! Das war ein Tunnel. Flüella! Was sollte das? Flüella. Vornack. Hat eine Glatze. Das war sehr nachlässig. Einfach durch die Beine. Von Flüella. Da Flüella nicht aufgepasst und die Schone nicht zusammengehalten. Das geht mir gar nicht. Pass. Jetzt ein Pass. Ja, genau. Ich muss nach hinten. Nach hinten. Also solange wir im Drittel sind, wo von ihnen, geht's schon, dass du vorne bist. Das geht. Also bald sie über der blauen Linie von ihnen sind. Darf zurück. Ich nach vorne? Ja, geh nur. Pass. Okay, so geht's auch. Ui. So, zu zweit. Bitte. Entschuldigung. Gut. Jetzt musst du zurück. Ich bin hinten, ja. Ich habe jetzt gerade zurückgeschaltet. Das war abseits. Von wem? Von Davos. Aha. Das kann nur von Davos sein. Dieses Mal war das nicht ich. Nein. Genau. Das ist immer okay, so den knapp. Den hole ich mir. Den hole ich mir auch nochmal. Schieß nochmal. Hey, nein! Und da steht einfach niemand im Slot für den Nachschuss. Ich war hinten. Ah, schon wieder abseits von der Davos. Aber ich checke ihn trotzdem noch um. Und hier gibt es eine Schlägerei irgendwie. Das wäre lustig.
Naja, Schlägereien gibt es leider nicht so oft hier. Schade. Weil beim Computer kannst du nicht groß drauf eingehen. Ah, ich habe ihn voll verfehlt. So, ne. Ich habe das Gefühl, manchmal die Bande bricht jetzt auseinander. Wieso? Ja, halt ihn einfach. Ha. Muss nicht passen, das ist. Die Schläger machen? Ja, drei. Ne. Dreieck? Ja, lass das jetzt einfach. Ja, mit Dreieck schubst du. Also schubst du ihn. Nächstes Mal schlage ich ihn. Das geht leider nicht. Schade. Pass. Ich kann nicht. Wo ist der Pack? Steht mir im Weg. Der Bus hat ihn. Nein. Boah. Da, ich hab ihn. Er kommt zurück. Entschuldigung, ich bin auf dem Weg. So, bin zurück. Kannst jetzt reinkommen. Du hast ihn. Jetzt nicht mehr. Ui. Ja, ist gut. Also, schießen, ne? Ja. Na, die Voraussetzung. Schieß! Die Voraussetzung ist, ich gewinne das Bulli. Natürlich. Ja. Mit Yannick Schwendener haben wir es hier zu tun. Oh mein Gott, das ist der Ersatztorwart. Und wir schießen kein Goal. Ja, mein Gott. Das Tor. Ist, das ist nicht schlimm. Das heißt nicht, dass ich viel schlechter wäre als die andere. Was? Oh, ich hab den Pack. Oh. Auch ich hatte gedacht, ich hatte ihn. Oh, ich gehe wieder nach vorne. Nein, da hat er den Pass abgefangen. Scheiße. Ins Gedränge, genau. Wer hat ihn? Aha. Niemand von uns. Oh mein. Ein Stock ist kaputt. Ja, einer der Woser, glaube ich. Ja, warum gibst du ihn zurück? Ey, ohne Spaß. Bist du scheiße, ey. Gut. Bastel, bastel, bastel. Nein! Nein! Schieß, schieß! Ja! Schieß! Boah! Fast! Okay, noch ein Schuss. Nein. Schieß, schieß, schieß! Oh, scheiße! Ja, damit ist das zweite Drittel. Ja. Und es steht aber nur 2-0 für Davos. Mhm. Und es geht gleich weiter. Zum Glück musst du das anspielen. Und das war fast ein Tor vorher. Oh, das war Icing. Tut mir leid. Am Anfang immer, ne? Egal. Ich denke immer, der Ball muss. Der Pack? Der Pack. Ich habe es dann durcheinander mit Fußball und Eishockey. Du hast ihn. Ich hab ihn. Lauf. Hätte klappen können. Aber dann musst du ihn schon versuchen zu holen. Ja, ich habe es. Jetzt hast du ihn. Ich habe es versucht. Aber nein. Ich treffe immer nur den Goalie. Sagt man das oder sagt man Torwart. Das andere? Torwart. Wir kommen nicht drauf an. Goalie oder Torwart? Ist das klar? Ich habe ihn. Nicht mehr. Du hast ihn abgefangen. Oh, ich bin, glaube ich, im Abseits gewesen. Ja, gewesen. Nein! Oh, nein, doch. Du hast ihn! Boah! Das war das Aluminium. Scheiße! Davos hat aber auch Glück, ey. Und Spaß. Heute schon. Also mir ist es egal, wenn wir verlieren. Es geht um den Fun. Pass. Ja, vielleicht nicht ganz dorthin, aber egal. 3-0, Davos. Ich war so eingeklemmt und dann konnte ich nicht nach vorne spielen. Richtung, du kannst die Richtung bestimmen. Auch vom Pass an der Bande. Ja, aber dann geht das nicht. Doch? Nein. Doch? Du kannst denn die Richtung des Passes, auch wenn du an der Bande eingeklemmt bist, bestimmen. Ich kann das nicht. So, nun kennen Sie meinen Grill. Komm, du bist alleine! Nein, jetzt nicht mehr. Schieß! Ah, oh, na, ja, du hast ihn wieder. Ja, ich weiß. Ja, den kann ich gar nicht schießen. Was machst du?
Knopf. Ja. Hast du ihn? Du hast Nein, ihn? Ich habe ihn. Lauf, lauf. Ich gehe immer nur Schieß. So. Die Fanghandschuhe des Torwarts. Treff immer den Torwart. Ninsko. Achso. Bereit machen? Ja, ich bin bereit. Du musst es gewinnen. Ja! Ui. Nein! Schon wieder. Ich treffe mach doch immer so, den Torwart. Mach so. Ich habe es so gemacht. So. Nicht so. Ja, so. Entschuldigung. Ich meine, nein, ist schon gut. Ich meine nur. Achso, gewinn nochmal. Was? Warum hat die ihn jetzt so schnell reingegeben? Ey? Ja, rumstehen bringt's nicht. Na, ist okay. Also ich, glaub, ich dachte, ich wäre ein anderer und deswegen bin ich stehen geblieben. Flüeler pariert hier aber auch wieder gut. Du hast ihn. Ah, und ich bin im Abseits, glaube ich. Nein. Ah, nicht mehr. Hey! Oh, oh, oh. Ja, nimm den Back. Tschüss! Das geht so schlecht, Backhand. Gut, Bulli. Das gibt einen Bulli wieder. Achso, komm. Zu mir nach hinten. Nein! Ich wäre fast sogar noch für den Nachschuss dort gestanden. Aber nur fast. Jetzt habe ich gewechselt. Ja. Oh. Lol. Ja, genau. Läuf ins Tor, du Idiot. Ohne Spaß. Der Computer ist ein bisschen dumm programmiert. Aber das ist das trotzdem das 4:0 für HC Davos. Das ist nur wegen mir. Nein. Nein, das ich bin so schlecht. Nein, das ist nicht. Wenn's. Ein Tor wäre noch cool. Ein Ehrentor zumindest. In Davos. Du hast den Block. Ja, ich weiß. Mhm. Aber irgendwie treffen wir immer nur den Torwart. Ja, das ist meistens so. Ah, ich bin richtig in Eishockey. Aha, ich hab ja, den du Block. Hast den Block. Weißt du, wenn ich jetzt getroffen hätte, das wäre so geil gewesen. Ja. Wenn der Hund nicht geschissen hat, oder? Gut, dann hole ich ja, ihn. Ja, du hast ihn. Ich hätte ihn jetzt auch gehabt. Ich hast ihn jetzt nach vorne geschossen? Weiß nicht. Ah, geht es weiter? Nein, nein. Ein bisschen rumschubsen gehen. Yay. Und uns bleiben noch 1 Minute 30 für immerhin ein Tor noch. Pass. Gut, hab ihn. Lauf. Lauf, lauf. Pass. Oder schieß, geht auch. Schieß! Ja! Ja! Super! Das war so noch geil. Das Ehrentor. Da haben wir immerhin noch das Ehrentor erzielt. Roman Wick mit der Vorlage von Matthias Seger und McCarthy. Wir schreiben immerhin ein Tor hier in Davos. Das ist das Ehrentor. Und jetzt holen wir noch auf, oder? Nein. Das wäre. Ich habe das Tor geschafft, das war ja, so unglücklich. Ja, meine Freundin hat das Tor geschafft. Pass. Ah, das gibt einen Eisen. Na, ah ja. Nein, ich wollte den checken gehen. Ich bin so glücklich, ich habe ein Tor geschafft. Entschuldigung, ich konzentriere mich jetzt wieder. Das ist der Pack. Ich will nochmals ein Tor, nochmals ein Tor. Nein. Komm, geh voran! Voran! Du schaffst es, nein, ich glaube an so, dich. Nein, nicht so, nicht so. Aber checken und den Pack wieder bekommen. Du hast ihn! Ah, ich hab ihn! Fast! Ich konnte nicht richtig checken. Oh! Tschüss! Das war knapp. Hä? Der war jetzt von alleine. Ja, ah, scheiße. Und das ist ein Pack verloren. Auf hier. Oh! Fast sogar noch. Es ist immer ja. So knapp und dann treffen wir nicht. Das ist das Spielende. HC Davos gewinnt zu Hause mit 4:1. Zu 1! Wir haben noch ein Tor geschossen. Ja, also meine Freundin hat noch ein Tor geschossen. Ja, ich möchte dieses Spiel wenden, weil es nun zu Ende ist. Sollte man nicht tun. Mir egal. Was? Ich bin glücklich. Ja, das glaube ich dir.
Aber wir haben nicht so hoch verloren. Ja, das stimmt. Es geht noch. 4-1. Ist in Ordnung. Für mich ist... Ich schaue gar nie die zu 1 an. Ich sage einfach 3-0. Weil ich finde, das es ist ja wie ein 3-0. Ja, das stimmt. Bern hat auch gewonnen. Aber ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt dann gleich noch. Zuerst noch einen Blick auf die Tabelle. Au, das war mein Ellenbogen. Zuerst noch einen Blick auf die Tabelle. Und schauen, ob wir immer noch auf Platz 2 sind. Es könnte nämlich sein, dass Davos uns jetzt überholt hat. Aber auch wenn das der Fall ist... Mein Ziel ist die Playoffs. Nein, wir sind immer noch auf Platz 2. Aber Davos ist nun auf Platz 3. Und hat Genf, glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Aber Amri hat schon wieder gewonnen. Ey, nein. Die sind einfach nicht zu stoppen. Die sind einfach nicht zu stoppen. Krass. Von 10 Spielen haben wir 6 gewonnen. Ja. Und Davos auch 6. Ja. Und Rapperswil auch 6. Die sind alle mit gleich vielen Punkten. Dann Genf 5. 6 Bier. Lugano 7. 8 Fribourg. Ich will jetzt noch unter den Strich gucken. Lausanne auf 9. In den Playouts im Moment. Kloten auf 10. Oh, auch in den Playouts. Schlecht. Zug Platz 11. Eigentlich müsste jetzt doch Bern zu unterst sein. Oh! Ist Bern so schlecht? 3 Siege. 3 Siege und 7 Niederlagen in 10 Spielen. Platz 12 mit 9 Punkten. Oh mein Gott. Genf, ja genau. Bern. Das geht nicht weiter so. Bern ist auf Platz 12. Oh. Ja, aber das nächste Mal heißt es Heimspiel gegen Rapperswil Jona Lakers. Und mal schauen, wie es dort wird. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play NHL 14. Euer FZ Freak oder Jakob sagt Tschüss. Tschüss.